In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch mit einfachen Mitteln Holzkohle selber herstellen könnt. Zuallererst mischen wir ein wenig Lehmerde mit Wasser und bauen uns damit eine viereckige Struktur auf einer feuerfesten Unterlage. Damit das Holz von oben nach unten verbrennt, verwenden wir alte Tonscherben, um dem Kohlenmeiler vier Luftschleusen hinzuzufügen. Anschließend verstärken wir alles mit vier Stöcken. Den Vorgang, den wir mit dem Kohlenmeiler erzeugen wollen, nennt man Pyrolyse. Dabei wird das Holz auf hohe Temperaturen ohne Sauerstoff erhitzt und als Endprodukt bekommen wir Holzkohle. Nun befüllen wir den Meiler mit Holz. Im Video verwende ich Fichtenholz, welches eine Ausbeute von rund 50% hat. Eine bessere Ausbeute von bis zu 72% könnt ihr mit Eichenholz erzielen. Nun wird mit Hilfe der Lehmerde der Meiler seitlich luftdicht verschlossen. Am Ende haben wir am Boden vier Luftschleusen und an der Spitze eine Öffnung. Der Meiler wird nun von oben entzündet und man kann gut beobachten, wie das Holz von oben nach unten verbrennt. Durch den Schornsteineffekt kann es passieren, dass sich oberhalb der Öffnung eine größere Flamme bildet. Also schaut nicht direkt rein. Wenn das Feuer bis zu den Öffnungen am Boden durchgebrannt ist, was ihr seitlich erkennen könnt, wird alles verschlossen und man lässt das Holz für einige Stunden im Kohlenmeiler garen. Danach kann der Meiler geöffnet werden und die Holzkohle kann verwendet werden. Wie ihr im Video seht, konnte ich aus dem verwendeten Holz ca. ein Drittel Holzkohle erzeugen. Es kann sein, dass nicht das ganze Holz verkohlt ist, aber zur Not könntet ihr Kohle vom Holz mit einem Messer runterkratzen. Holzkohle wird zu einem Anteil von ca. 15% in Schwarzpulver verwendet. Dazu wird es vermahlen und einem Gemisch aus Salpeter, welches Kaliumnitrat ist, und Schwefel hinzugefügt. In den kommenden Videos werde ich auch die restlichen Zutaten aus Grundstoffen herstellen. Danke fürs Zusehen.